Hallo, mein lieber Steinbock. Mein Name ist Siu und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Monatsvibe für Dezember. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Steinbock. Welche Informationen werden für den kommenden Monat am meisten gebraucht? Vielen Dank für alle Likes und Kommentare. Ich freue mich immer sehr, wenn ich sehe, dass meine Legungen hilfreich sind. Allgemeine Informationen zu meinen Kartenlegungen findest du übrigens unten im Infotext und einmal hier oben. Wenn du neu hier bist, dann empfiehlt es sich, diese Informationen einmal anzusehen. Die einzelnen Abschnitte der Legung findest du ebenso unten im Infotext. Schau dir auch gerne die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an, da diese erfahrungsgemäß auch sehr passend sein können. Bitte beachte, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum für Dezember für dich hat. Mein lieber Steinbock, wir starten wie immer beim Monatsanfang. Der kann natürlich auch noch ein bisschen in den November hineinreichen. Dann schauen wir weiter in die Blockaden, die du im Laufe des Dezember auflösen kannst. Da das hier eine Monatslegung ist, können das durchaus Themen sein, die dich schon länger begleiten. Und dann schauen wir noch in zwei Lebensbereiche näher hinein. Wann welcher Abschnitt beginnt, findest du, wie ich im Intro schon gesagt habe, immer unten im Infotext. Und ich würde sagen, wir starten hier direkt beim Monatsanfang. Nur noch ein kleiner Hinweis: Es besteht zu keinem Zeitpunkt der Legung Grund zur Sorge. Solltest du dich dennoch bei einem Abschnitt unwohl fühlen, kann ich dir zu 100% versichern, dass dieser Abschnitt nicht für dich bestimmt ist. Den lässt du dann bitte dementsprechend ziehen. Und wir schauen uns hier Tendenzen an. Das sind hohe Wahrscheinlichkeiten. Nichts hiervon muss zwingend eintreffen. Und hin und wieder geht es auch darum, dass das Universum einen auf etwas aufmerksam machen möchte, wo man prophylaktisch handeln kann. Ja, und jetzt wollen wir natürlich erfahren, was zeigt sich hier zum Monatsanfang. Es geht hier um eine Veränderung, die sich zeigt, die läuft auch dementsprechend ein bisschen turbulent ab. Und ich habe hier auch noch den Hinweis, dass du hier aktuell ja sehr viel zu tun hast, viele Erledigungen, viele Themen, die dich hier auch beschäftigen. Ja, was ich hier auch sehr stark spüre, ist, dass du versuchst, alles gleichzeitig zu lösen. Ja, und da kann es schon mal wichtig sein, sich einen Plan zu erstellen. Was ist denn jetzt wirklich wichtig? Was kann denn warten? Sind hier vielleicht auch Aufgaben dabei, die eigentlich eher überflüssig sind oder die eigentlich nicht wirklich viel bringen? Hast du dir hier vielleicht auch ein bisschen zu viel aufgeladen? Kann man da vielleicht das ein oder andere liegen lassen oder zurückgeben? Wichtig ist auch, dass du hier diese Veränderung annimmst. Da kann sich natürlich auch unerwartet irgendetwas ergeben, mit dem man nicht rechnet, ja. Und ich habe das Gefühl, dass du das auch spürst. Wichtig ist es, am Ball zu bleiben, ja, und eben auch zu erkennen, dass hier nicht alles auf einmal gelöst werden soll oder gelöst werden muss. Schritt für Schritt ist hier entscheidend. Wir schauen jetzt noch in die Außenschau. Wie sieht deine Situation von außen betrachtet aus, um uns hier einen guten Gesamtüberblick zu verschaffen? Und hier kann ich sehen, dass du dich deiner Berufung zuwendest oder etwas, das deinem Lebenssinn entspricht. Ja, also du stichst hier heraus auf eine bestimmte Art und Weise. Also das ist schon mal sehr, sehr schön, wie ein Loslösen aus einem, ja, aus einem schwierigen Zustand. Ja, also du löst dich hier aus etwas heraus und wirst hier mehr zu der Person, die du tatsächlich bist. Ja, also ich sehe hier schon auch eine Art Reifeprozess. Das sehe ich auch hier dann im Bereich Beruf, Berufung
Finanzen und materielle Angelegenheiten. Also das ist schon mal sehr, sehr schön. Da würde ich sagen, wir schauen jetzt mal direkt in die Blockaden, die sich hier zeigen. Ja, diese Blockaden können sich im Laufe der Legung oder können im Laufe der Legung noch ein paar Mal aufscheinen. Kann sein, muss aber nicht. Manchmal geht es ja auch nur um bestimmte Themen, die dir auch einfach nur bewusst werden sollen, um dann in die Auflösung gehen zu können. Ich sehe hier zentral geht es um bestimmte Informationen, die blockiert sind, Informationen, die du benötigst. Da habe ich aber auch schon im Laufe der Legung gesehen, dass diese Informationen zu dir kommen sollen oder sich zeigen sollen. Es geht hier, wie gesagt, um diese Veränderung. Und diese Veränderung ist für dich ein bisschen herausfordernd, weil du hier noch nicht vollen Einblick hast in die Situation oder wo das Ganze hingeht. Vielleicht geht es ja bei manchen auch darum, dass man hier etwas nachlesen kann oder nachforschen kann, nachfragen kann. Vielleicht ein spezielles Thema, wo jemand speziell ausgebildet ist, ja, ein Experte, eine Expertin beispielsweise. Diese Informationen sind auf jeden Fall wichtig und werden auch dafür sorgen, dass sich dein Weg um ein Stück, ja, sehr erleichtern soll. Auf deiner Ebene sehe ich, dass es hier um ein Thema bezüglich Gerechtigkeit geht, das dich sehr stark beschäftigt, ja. Das scheint hier auch einiges oder zumindest die aktuelle Situation ein bisschen zu überschatten. Die Beschäftigung mit dieser Thematik, die ist so stark, dass hier diese Thematik ein bisschen in Beeinträchtigung gerät. Also habe ich hier ganz stark das Gefühl, dass es auch darum geht, die Prioritäten neu zu sortieren, ja. Also, dass du hier auch Vertrauen hast, dass die Gerechtigkeit in Vorbereitung ist, ja. Denn die wird hier auf jeden Fall auch angekündigt, aber das wird vermutlich noch ein bisschen dauern, ja, also das ist nicht sofort da, aber in irgendeiner Situation, beziehungsweise die Situation, um die es hier geht, die lässt das Universum nicht so stehen, ja, also da ist bereits etwas in Bewegung und für dich ist es jetzt einfach sehr, sehr wichtig, dass du dich um die aktuellen Themen kümmerst, dann wird diese Veränderung, die sich hier zeigt, auch ein bisschen ruhiger ablaufen. Schauen wir hier noch auf die Ebene des Umfeldes. Wir schauen uns hier immer eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Personen oder einer ganz bestimmten Person zu tun hat. Und ich vermute, dass das hier auch mit dem Gerechtigkeitsthema zusammenhängt, mein lieber Steinbock. Denn hier geht es darum, dass dir etwas weggenommen wurde. Oder dass du das Gefühl hast, dass du etwas beraubt worden bist. Ja, also kann auch sein, dass dir jemand eine Chance vor der Nase weggeschnappt hat. Es kann natürlich auch um andere Themen gehen. Vielleicht geht es um irgendeine rechtliche Angelegenheit, dass es hier wirklich vielleicht um etwas Finanzielles gehen könnte. Ja, da wie immer mein Einwurf, eine Kartenlegung kann natürlich zu keinem Zeitpunkt eine professionelle Rechtsberatung ersetzen. Diese Themen zeigen sich lediglich immer wieder in den Legungen, dann spreche ich es dementsprechend auch an. Also ist auch verständlich, dass sich das beschäftigt, ja, also wenn hier ein Ungleichgewicht entstanden ist durch eine bestimmte Person, die sich hier etwas angeeignet hat, das ihr eigentlich nicht gehört, dann ist es natürlich klar, dass man sich Gedanken darüber macht, ja, also das macht absolut Sinn, ja, das kann durchaus auch schon länger her sein, also diese Thematik. Und ich könnte mir vorstellen, ja, dass du dich hier vielleicht an irgendetwas erinnert hast oder dass hier gerade etwas im Gange ist, das diese Angelegenheit jetzt wieder zum Vorschein gebracht hat, ja, wenn das jetzt länger her ist. Bei manchen wird das hier auch kürzlich geschehen sein.
Da würde ich sagen, schauen wir doch mal direkt in den Bereich Beruf, Berufung, Finanzen. Wir schauen uns den Monat wie immer gedrittelt an und starten im ersten Monatsdrittel. Es ist natürlich auch möglich, dass sich die Drittel im Einzelfall untereinander vertauschen. Üblicherweise läuft es aber chronologisch ab. Und für diesen Abschnitt der Legung ist es nicht zwingend notwendig, berufstätig zu sein. Ja, also das sage ich auch jetzt immer dazu, weil hin und wieder die Frage aufgetaucht ist, ob man sich das ansehen kann, wenn man jetzt nicht mehr berufstätig ist. Also ja, hier geht es auch um die Finanzen, hier geht es auch um die Berufung, um materielle Angelegenheiten. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir doch mal direkt hier im ersten Monatsdrittel. Da möchte ich mir direkt eine Zusatzinformation einholen. Hier geht es um ein Wachstum und du behältst hier einen kühlen Kopf, ja. Also du wirst hier auf eine gewisse Art und Weise geprüft und du bist aber an etwas dran, von dem du weißt, dass das gut funktionieren kann und auch gut funktionieren soll. Das Glück ist dir hold, das kann ich hier auch herauslesen. Und es ist hier auch wichtig, dran zu bleiben. Also da nehme ich an, dass das hier vermutlich auch eines dieser vielen Dinge ist, die dir hier im Kopf herumschwirren. Und ich sehe hier auch auf deiner Ebene, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, dass hier ein Reifeprozess geschieht in diesem Bereich. Ja, vielleicht eben ein Thema, das dich oder vielleicht eine Herausforderung, wo du früher vielleicht unruhig reagiert hast oder ja, das dich ein bisschen gehemmt hat, das kann hier aufgelöst werden. Ja, und du bleibst hier ruhig und arbeitest an dieser Sache oder vielleicht ist das auch ein bestimmtes Projekt. Da haben wir auch noch einen Hinweis, was das Umfeld betrifft. Jemand ist hier auf jeden Fall an deiner Seite, also das ist mindestens eine Person und diese Person, die bringt Klarheit in eine bestimmte Angelegenheit, ja, also nicht nur Klarheit, sondern auch eine, für dich entsteht hier auch eine gewisse Leichtigkeit im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen durch die Information einer anderen Person, ja, also durch den Austausch. Das kann jetzt eben sein, dass du hier konkret über ein bestimmtes Thema sprichst. Es kann aber auch durchaus sein, dass das hier eine Person aus dem privaten Umfeld ist, man hier irgendein Gespräch führt und du dann plötzlich eine Erleuchtung hast, weil ein bestimmter Schlüsselsatz, eine Schlüsselphrase, ein Schlüsselwort fällt. Ja? Also das ist hier schon mal eine sehr, sehr schöne Bewegung hier im ersten Monatsdrittel. Wir schauen jetzt mal in die Monatsmitte, was wir hier beobachten dürfen. Auch hier zeigt sich eine schicksalhafte Verbindung an. Das kann jetzt durchaus ein neuer Kontakt sein in diesem Bereich, also dass du jemanden kennenlernst, mit dem du beispielsweise zusammenarbeitest oder dich zusammentust. Diese Verbindung ist auf Augenhöhe und hat auch das Potenzial, sehr lange zu halten. Es ist aber auch möglich, dass du diese Person bereits kennst. Ja, das ist nicht wirklich entscheidend, ob man sich hier schon kennt oder nicht. Wichtig ist diese Verbindung, die hier eingegangen wird. Denn in dieser Verbindung kann hier einiges entstehen, kann hier ein Wachstum entstehen. Wichtig ist auch, wir schauen uns immer das Potenzial an, ja. Wie sich etwas weiterentwickelt, das hängt natürlich auch von der Interaktion ab. Das Potenzial hier in dieser Verbindung ist sehr, sehr positiv, also wirklich sehr gut, sehr bodenständig. Also das kann hier für eine langfristige Zusammenarbeit auf jeden Fall stehen. Hier habe ich noch einen Hinweis im Umfeld, der auch sehr schön ist.
Ich nehme an, dass es hier vermutlich auch um diese Person geht. Irgendetwas kommt hier in den Fluss, also durch eine Gemeinsamkeit oder durch das Zusammentun wird hier eine Schwierigkeit aufgelöst und plötzlich läuft es. Ja, also so kann ich das hier sehen. Und auf deiner Ebene sehe ich hier auch, dass hier etwas in die Umsetzung geht, dass dir auch einen, ja, dass hier für frischen Wind sorgt, wo du dich auch, ja, wie neu geboren fühlst. Irgendein lang gehegter Traum. Das kann ja auch für einige tatsächlich mit der Berufung, mit der Bestimmung zusammenhängen, die sich auch hier zu Beginn der Legung schon in der Außenschau gezeigt hat. Also in der Monatsmitte ist ein sehr günstiger Zeitpunkt, sich mit der Umsetzung auseinanderzusetzen. Für manche wird es hier vielleicht um eine Planung gehen, die hier gestartet wird, aber eine konkrete Planung, ja, also wo man schon wirklich bestimmte Termine festlegt, ja, bestimmte Fristen festlegt, ja, es ist sehr greifbar. Manche gehen auch wirklich in die Umsetzung. Da wir hier natürlich, da hier natürlich auch demnächst die Feiertage dann anstehen, vermute ich, dass der richtige Start dann tatsächlich bei einigen aber erst im neuen Jahr beginnt, ja. Also wo man wirklich, wo alle wieder da sind, ja, weil viele ja natürlich auch über die Feiertage verreisen. Wichtig ist aber dieser Start und das ist sehr greifbar. Also das sieht auch sehr ruhig aus und hat auch eben diesen, ja, Charakter, dass man hier auch einiges erwirtschaften kann, also dass das auch durchaus Gewinn abwerfen soll, ja. Hängt jetzt davon ab, ob es hier wirklich um ein finanzielles Thema geht oder eben etwas, das für dich persönlich sehr wertvoll ist. Wir schauen jetzt noch ins letzte Monatsdrittel und hier sehe ich, dass du hier einiges zu deiner Zufriedenheit abschließen kannst. Ja, also dass hier viele Dinge mit dem Jahr abgeschlossen werden. Ich sehe hier einfach auch eine Zufriedenheit, eine Erleichterung. Und was sich hier auch zeigt, ja, auf der Hauptebene ist, dass sich hier ein sehr altes Thema in Luft auflöst. Bei dieser Thematik geht es darum, dass du dich hier ja länger fremdbestimmt gefühlt hast in einer bestimmten zwischenmenschlichen Situation. Wir schauen ja immer auf das gesamte Umfeld, also kann das hier durchaus auch eine Thematik sein, die mit der Familie oder dem Freundeskreis zu tun hat, ja. Vielleicht eben eine finanzielle Verstrickung, eine finanzielle Abhängigkeit, die hier aufgelöst wird. Irgendein Thema, bei dem du dich nicht wohlgefühlt hast. Das kann jetzt natürlich auch den Beruf betreffen, dass du hier in einer beruflichen Situation warst oder irgendwo gearbeitet hast, wo du dich sehr unfrei gefühlt hast, ja, also wo du dich nicht richtig entfalten konntest. Und diese Thematik löst sich gegen Monatsende bzw. gegen Jahresende in Luft auf. Vielleicht bedeutet das für manche auch einen Jobwechsel oder eben im bestehenden beruflichen Umfeld kann hier etwas geklärt werden. Also ich sehe hier eine große Erleichterung. Ja, dann schauen wir hier noch auf die Ebene des Umfeldes, mein lieber Steinbock. Und hier sehe ich, dass Bewegung reinkommt. Also eine gewisse Flexibilität entsteht hier für dich und eben auch durch den Kontakt mit anderen Personen oder eben einer bestimmten Person. Vielleicht eben auch diese Person, die wir hier schon in der Monatsmitte gesehen haben. Also du kommst hier in Schwung, vieles kommt hier in Schwung, fühlt sich auch sehr leicht an. Also vermute ich auch, dass das hier damit zusammenhängt, dass hier einiges
abgeschlossen werden kann und du dann ja das Gefühl hast, du hast so richtig den Rücken frei und du kannst dich jetzt neu entfalten oder du kannst dich jetzt so richtig entfalten und eben auch hier, also dieses gemeinsame Tun mit einer bestimmten Person, das hier wirklich sehr, sehr vielversprechend aussieht. Und was diese Veränderung betrifft, die sich hier zum Monatsanfang gezeigt hat, da habe ich das Gefühl, dass diese unruhige Stimmung sich über den Monat hinweg auflöst und du hier in der neuen Situation richtig gut ankommst. Wir schauen jetzt in den zwischenmenschlichen Bereich, wie sich der Dezember hier tendenziell entwickelt. Es ist durchaus möglich, dass es auch Querverbindungen gibt zum Bereich Beruf, Berufung, Finanzen. Da lassen wir uns wie immer überraschen. Solltest du neu auf meinem Kanal sein, ich lege nicht direkt zum Thema Liebe. Ja, ich spreche nur dazu, wenn es sich von selbst in einer Legung zeigt. Das heißt natürlich nicht, dass es mir nicht um die Liebe geht. Hier geht es mehr um meine Erfahrungswerte, denn sehr oft, wenn man auf diese Thematik schaut, geht es darum, dass man eigentlich noch andere Themen zu bewältigen hat und wenn man das dann hinter sich hat, dann wird die Bahn frei für bestimmte Dinge, die einem wichtig sind, eben auch die Liebe. Ja, also wir schauen auf das gesamte Umfeld. Ja, dann würde ich sagen, starten wir auch hier im ersten Monatsdrittel. Ja, da sehe ich eine enorme Unruhe im Umfeld, mein lieber Steinbock. Also hier auch eine sehr starke Veränderung. Also habe ich das Gefühl, der größte Teil dieser Veränderung findet hier bei dir im Umfeld statt. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass sich dein gesamtes Umfeld verändert, sondern es kann sein, dass hier viele vor herausfordernden Situationen stehen. Natürlich ist es auch möglich, dass es hier um Konfliktsituationen geht. Ja, kann ich mir hier, wenn ich mir das so ansehe, kann ich mir auch vorstellen. Aber das betrifft dann einzelne Personen. Ja, also es ist enorm viel in Bewegung und du merkst auch, dass sich hier ja nachhaltig etwas verändert. Vielleicht eben auch die Lebensumstände bestimmter Personen in deinem Umfeld. Und man weiß nicht so recht, wie sich das alles wieder zusammensetzen wird. Zentral sehe ich hier auch, dass du hier sehr stark bist, auch stark für andere. Da ist es ganz besonders wichtig, mein lieber Steinbock, dass du für dich auch innerlich eine Grenze ziehst zwischen dem, was das Außen betrifft und was dich betrifft, ja, damit du hier in deiner Energie bleibst. Also es ist hier schon sehr ratsam, eben, dass man sich abends zumindest bewusst macht, so, meine Probleme sind meine Probleme und die Probleme der anderen, die gehen dahin, weil hier schon auch die Gefahr besteht, dass man sich zu stark mit den Themen von anderen auseinandersetzt, ja, und du dann dich hier nicht um deine Themen kümmerst, ja, oder die hier in eine Verzögerung geraten können, ja. Dann haben wir hier noch etwas, das betrifft hier eine andere Person, vielleicht auch eine Personengruppe. Hier geht's um einen Neubeginn. Also kann es sein, dass du hier in Kontakt mit einer Person kommst, mit der du, also die du länger nicht mehr gesehen hast oder wo hier vielleicht auch länger Funkstille geherrscht hat, weil das hier ein Neubeginn mit Erfahrungswerten ist. Tippe ich hier auf eine Person, die du bereits kennst, ja? Wo hier ein Neustart in dieser Verbindung geschieht. Also vielleicht innerhalb der Familie, innerhalb des Freundeskreises. Natürlich ist es auch möglich, dass es hier vielleicht um das Thema Partnerschaft und Liebe geht. Und was hier auch möglich ist, ja, das hängt jetzt eben von deiner Situation ab, ist, dass du hier eine neue Bekanntschaft machst, ja, und hier dir irgendetwas bekannt vorkommt, du aber anders in diese Verbindung hineingehst, ja, eben mit bestimmten Erfahrungswerten und auch mit einer
ja, mit einer bestimmten Zufriedenheit. Ja, also das ist das erste Monatsdrittel, ja, da tut sich einiges, mein lieber Steinbock. Da würde ich sagen, schauen wir doch mal direkt in die Monatsmitte. Hier geht's um eine vornehmlich weiblich gelesene Person, das sehe ich hier ganz zentral. Und hier weist dich das Universum auf etwas hin, ja, also da ist irgendeine bestimmte Frist zu beachten, ja, irgendetwas ist hier mit dieser Person, ja, vielleicht eben ein Rückruf oder irgendetwas zu beantworten, vielleicht ein Treffen. Wichtig ist, dass du notier dir alle deine Termine in deinen Kalender mit Erinnerung, denke ich, ist vielleicht auch recht ratsam, dass du das hier nicht übersiehst. Also das scheint etwas Wichtiges zu sein, dass dir natürlich gerade um die Feiertagszeit kann man natürlich einiges übersehen. Das ist hier auf jeden Fall wichtig. Also wenn du dir das zum Monatsanfang notierst, vielleicht weißt du auch schon, um wen es geht, dann wirst du das hier tendenziell nicht übersehen. Also das Universum sagt hier einfach, es ist wichtig, dass du dir das gut aufschreibst, ja, oder gut notierst. Natürlich kann das hier auch eine männliche Person sein. Das ist hier auch eine allgemeine Kartenlegung. Ja, also ich nehme an, du weißt, um wen es geht. Also es ist irgendetwas, das man übersehen könnte. Also achte hier bitte darauf. Dann haben wir hier eine Situation in der Monatsmitte, wo es auch darum geht, dass es geht um ein gemeinsames Ziel mit einer bestimmten Person. Und das Universum möchte dich hier darauf hinweisen, mein lieber Steinbock, dass es hier verschiedene Lösungsansätze gibt, dass man hier an dieses Ziel kommt, ja, und nicht, ja, es muss nicht der direkte Weg sein, ja, denn es geht hier auch um das Gemeinsame. Es ist wichtig, hier in dieser Situation flexibel zu bleiben. Vielleicht ist das hier, hängt es hier auch mit dieser Realisierung dieses Traumes zusammen, den wir hier in der Monatsmitte haben im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das hier zusammenhängt. Wichtig ist, dass du hier offen bleibst für Alternativen, denn so wird man hier schneller ans Ziel gelangen. Könnte sehr gut sein, dass du hier vielleicht schon einen bestimmten Plan im Kopf hast. Sei hier offen für spontane Änderungen, die auch dir zugutekommen sollen. Und dann haben wir hier noch etwas, was das Umfeld betrifft, also eine bestimmte Person in der Monatsmitte. Das ist hier, ja, ist hier eine anstrengende Situation. Das habe ich vorhin noch gar nicht erwähnt, also für alle, die neu hier sind. Wir picken uns nur die Ereignisse heraus, die relevant sind, vorab erfahren zu werden. Ja, also eine Kartenlegung zeigt nie alles, was sich in deinem Leben abspielt. Wir wollen nur das erfahren, was für dich relevant ist. So, hier möchte ich jetzt noch eine Information. Okay, eine sehr anstrengende Situation mit einer bestimmten Person, auch sehr, ja, sehr energieraubend. Liebes Universum, das haben wir jetzt verstanden. Jetzt wollen wir aber noch ein bisschen mehr, noch eine Schlüsselinformation hierzu, bitte. Okay, alles klar. In einer schwierigen Situation, also geht hier um eine schwierige Situation. Also wenn ich mir das jetzt so ansehe, kann das eben auch etwas sein, das hier schon, ja, länger dauert. Vielleicht ist das eben auch hier diese Angelegenheit, wo es um Gerechtigkeit geht. Ich habe hier gute Neuigkeiten für dich liegen in der Monatsmitte betreffend dieser sehr ermüdenden Situation. Ja, also es geht hier um irgendeine Person,
wo die Verbindung zu dieser Person, die ja dich viel Kraft kostet, vielleicht auch viele Nerven kostet, wenn ich mir das so ansehe. Und das soll hier auch in eine Auflösung gehen. Also du bekommst hier gute Neuigkeiten. Also ich denke, dass hier vieles noch abgeschlossen werden soll in diesem Jahr, damit du hier wirklich befreit ins neue Jahr starten kannst. Also das gefällt mir auch sehr gut. Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt noch das letzte Monatsdrittel an. Und hier haben wir direkt auf deiner Ebene eine Engelszahl. Hier haben wir die 555. Engelszahlen in meinen Legungen stehen ja immer dafür, dass du am absolut richtigen Weg bist, stehen für Schicksal, Zyklen, und die 555 für sich in meinen Legungen steht für eine Veränderung. Ja, also Veränderung liegt hier ja auch schon sehr viel hier in dieser Legung. Das ist findet hier im zwischenmenschlichen Bereich statt, und ich habe hier das starke Gefühl, dass es hier bei einigen darum geht, dass sich eine bestimmte Verbindung verändert zum Besseren, ja, dass hier irgendetwas aufgearbeitet wird. Für eine andere Gruppe geht es hier auch um eine neue Begegnung, ja, also dass du hier jemanden kennenlernst. Also das kann eine neue Freundschaft bedeuten oder eine potenzielle Partnerschaft. Eine positive Veränderung hier im letzten Monatsdrittel. Wie gesagt, aber ich glaube, es geht hier, wie gesagt, um eine Verbesserung in einer bestehenden Verbindung, ja, dass hier irgendetwas geklärt werden kann, weil ich spüre hier einfach auch sehr viel Erleichterung im letzten Monatsdrittel. Ja, und dann haben wir hier auch einen sehr spannenden Hinweis, und ich glaube, dass es hier vielleicht auch um diese Information gehen könnte, die in den Blockaden liegt. Irgendeine Information wird dir hier zugetragen durch eine andere Person aus deinem Umfeld, ja. Eine Information, die eigentlich schon da ist, also die existiert schon, und sie wird im letzten Monatsdrittel für dich sichtbar. Was hier natürlich auch möglich ist, ist, dass du hier im letzten Monatsdrittel mit einer bestimmten Person, dich mit einer bestimmten Person aus deinem Umfeld austauscht, und durch die Beobachtung oder durch den Austausch, ja, wird hier diese Information sichtbar, ja, also so indirekt gesehen, dass dir hier irgendetwas Wichtiges klar wird, ja, also auch hier fühle ich eine bestimmte Erleichterung. Irgendetwas, das lange im Verborgenen war, wird plötzlich sichtbar. Also so zeigt sich das für mich. Und dann haben wir hier noch etwas, das andere Personen in deinem Umfeld betrifft. Da geht es darum, dass hier einige Verbindungen gefestigt werden, ja. Für einige geht es hier darum, dass eine neue Freundschaft oder eine potenzielle Partnerschaft, die hier im Entstehen ist, hier fixiert wird im letzten Monatsdrittel. Das betrifft jetzt natürlich nicht alle, das betrifft auch nur einen bestimmten Teil. Und diese Verbindung, um die es hier geht, die hat das Potenzial, sehr lange zu halten. Also egal, ob das eine Freundschaft ist oder eine Partnerschaft, hier wird etwas gefestigt, etwas, das bereits besteht, geht in eine, ja, oder erfährt eine neue Stabilität. Diese Verbindung kann natürlich auch schon sehr lange existieren, ja. Das ist natürlich, ist hier natürlich auch möglich. Und ich glaube, das hängt hier auch zusammen mit der 555-Energie, wo sich hier für dich etwas zum Besseren verändert. Ja, eine spannende Legung, mein lieber Steinbock. Wir kommen jetzt auf jeden Fall zum Abschlussritual. Und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.